Scharnstein ist am Samstag, den 18. September 2021, ein ganz besonderer Tagungsort. Denn in der wunderschönen Almtalgemeinde treffen sich fast 100 Damen und Herren, die sich als Fußballtrainerinnen und Fußballtrainer fortbilden. Geladen hat dazu der Bund österreichischer Fußballlehrer, kurz Böffel genannt. Federführend ist dabei Trainerlegende Heinz Pfaffenwimmer, der ja in Scharnstein zu Hause ist. Der Cheforganisator wird übrigens sehr gelobt und nicht verprügelt. Die Gesichtsblessuren stammen von einer unglücklichen Sturzverletzung bei einem kurzen Spaziergang. Ja, das ist sehr erfreulich. Wir haben eine riesige Freude, dass so viele gekommen sind zum Kurs. Sicher spielt die Pandemie im Vorjahr eine Rolle, wo nichts war und dass wieder viele die Vorbildung brauchen. Aber wie gesagt, die Leute sind von Ausseerland, von Braunau, vom tiefsten Müllviertel, von Valentin. Also wirklich eine super Sache, dass so viele gekommen sind. Der Praxisteil dieses Lehrgangs findet auf der Sportanlage des SV Scharnstein statt. Der Theorieteil im ganz besonderen Ambiente des Eigenheimproduzenten Wolf Systemhaus. Ja, das ist richtig. Heute haben wir eine ganz besondere Veranstaltung bei uns in Böffel. Wir haben viele Leute da. Es ist natürlich schön, wenn die Schulungsräumlichkeiten am Wochenende genutzt werden, wenn viele Leute kommen. Der Schulungsraum ist fast zu klein, aber wenn es zum Problem wird, dann bauen wir es einfach größer. Irgendwie passen die Teilnehmer an der Böffeltagung, die ja als Trainer Erfolg haben bzw. haben werden, und das weltweit erfolgreich agierende Unternehmen Wolf Systembau bestens zusammen. Ja, wir sind ein international agierendes Familienunternehmen. Uns gibt es mittlerweile seit 55 Jahren. Unser Firmengründer, der Herr Johann Wolf, der Großonkel, wir sind ein Familienbetrieb, hat den Betrieb aus einer Landwirtschaft aus gegründet, hat begonnen, diese Landwirtschaft zu modernisieren. Und heute sind wir ein internationales Familienunternehmen mit 26 Standorten in 20 europäischen Ländern mit 3.500 Mitarbeitern. Und wir errichten ungefähr 3.500 Dächer und Gebäudehüllen und ungefähr 800 Fertighäuser in ganz Europa. Und auch auf Sportplätzen so einiges. Wir engagieren sie natürlich auch im hiesigen Vereinswesen. Wir sind Hauptsponsor vom SV Wolf System Scharnstein. Und wir haben in Scharnstein, in Grünau, in Bettenbach, an mehreren Anlagen natürlich schon Tribünen, Clubhäuser und so weiter errichten dürfen wir. Damit zurück zu jenen Damen und Herren, die mit dem Böffelkurs an ihrer weiteren Trainerkarriere arbeiten. Dieses Engagement weiß auch der sie besuchende Präsident des Oberösterreichischen Fußballverbandes zu schätzen. Ich habe heute festgestellt, bei den österreichischen Fußballlehrern hat Corona noch keine Auswirkung, Gott sei Dank. Es ist immer wieder eine Freude, wie viele Leute sich die Mühe machen, am Wochenende sich einer Fortbildung zu unterziehen. Also nicht nur einfach Fußball zu spielen, sondern auch sich weiterzubilden. Sorgen bereiten den Präsidenten so wie wohl allen Menschen die derzeitige Corona-Situation. Die Trainerausbildung, die funktioniert, das haben wir heute festgestellt. Was wir aber unbedingt wollen, dass Corona unsere Meisterschaft nicht mehr abbricht, das halten die Vereine, die Fußballspieler, aber auch die Funktionäre und Trainer nicht mehr aus, wenn wir ein drittes Mal die Meisterschaft nicht beenden könnten. Und deshalb mein Aufruf an alle, leistet euren Beitrag, dass eben die Infektionen so zurückbleiben, dass wir die Meisterschaft wirklich zum Ende führen können. Selbstverständlich werden auch bei dieser Tagung die geltenden Corona-Bestimmungen eingehalten. Denn schließlich wollen ja alle, egal ob Teilnehmer, die Böffel-Führungsspitze, das große ehrenamtliche Organisationsteam, das im Hintergrund eine Top-Arbeit abliefert, und natürlich auch die Referenten bei dieser Fortbildungsveranstaltung, dass endlich wieder Normalität ins Leben, in diesem Fall ins Fußballleben, einkehrt. Naja, ich glaube, das ist einfach, es sind auch viele Jugendtrainer dabei und das wird immer wichtigeres Thema, dass ja, die Jugend wieder Bewegung hat. Die waren jetzt 1,5 Jahre eingesperrt und ja, das ist perfekt, glaube ich. Ja, ich möchte mal vorweg einmal der Firma Wolf herzlich Danke sagen, dass sie diese Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Weil dementsprechend ist auch die Anzahl der Teilnehmer, wo man sieht,
wie wichtig es ist und wie viel Freude dabei ist, den Fußball sich weiterzubilden. Und voriges Jahr durch die Pandemie sind wir leider ja gezwungen gewesen, alle Lehrgänge abzusagen. Heuer hat man die Möglichkeit gehabt, in Linderbrunn, aber mit begrenzter Anzahl von 60 Personen einen Lehrgang abzuhalten. Umso erfreulicher ist es jetzt, das 9. Mal in 10 Jahren hier in Scharnstein zu sein, um für die oberösterreichischen Trainer und Trainerinnen, weil ja Frauen auch diesmal dabei sind, einen Lehrgang abzuhalten mit super Referenten. Bei den angesprochenen Referenten hat Cheforganisator Heinz Pfaffenwimmer so wie immer bei Böffel-Lehrgängen sein goldenes Händchen bewiesen. Aber hören Sie selbst. Ich durfte, was ich sehr froh bin, nicht nur über Fußball reden, sondern über den Beitrag, den Sport zu unserer Lebensqualität leistet. Der ist immens. Die physiologischen Wirkungen sind ja weitgehend bekannt. Wir bleiben beweglich, wir kontrollieren unser Gewicht, wir bleiben gesund im Wesentlichen. Und ich habe mich heute aber ein bisschen auch auf die mentale Seite konzentriert, weil die den meisten Trainern so gar nicht bewusst ist, wie viel sie zum gesunden Verstand ihrer Schüler beitragen. Ich habe mich heute ein bisschen auf das konzentriert, die sogenannten, klingt ja sehr unmodern in Zeiten wie diesen mit Pandemie, wo wir eingeschränkte Lebensbedingungen haben, die sogenannten sekundären Disziplinen, Ordnung, Pünktlichkeit, klingt sehr altbacken, sehr althergebracht, das brauchen wir aber im Berufsleben, das brauchen wir in der Familie und das lernt der Sport spielerisch und fantastisch. Ja, wir haben das Thema, also wir haben der Praxis draußen am Platz mit der aktuellen Akademie U15-Mannschaft. Das Thema ist das Spiel gegen den Ball, das heißt bei Ballbesitz des Gegners und nach Ballgewinn dann das schnelle Umschalten wird Thema sein, das wir am Platz dann mit drei Übungen präsentieren wollen. Wenn man jetzt reinschaut in diesen Saal, merkt man schon, was Corona eigentlich angerichtet hat, mit welcher Freude hier der Saal bummvoll ist. Keine wirkliche Überraschung. Nein, überhaupt nicht. Man merkt, dass die Leute weiterhin engagiert sind und das ist ja schön. Der Fußball lebt von Emotionen und die Leute sind mit viel Freude da und Freude zählt für mich zu den Emotionen. Vor allen Dingen hier sind ja sehr viele, die wirklich Trainergeschäfte erst beginnen oder eben nur im Nachwuchs tätig sind. Das heißt also ganz wichtig, dass es eigentlich Trainerkategorien von Nachwuchsamateure bis zu Real Madrid oder LASK Linz gibt. Ja, ganz klar, weil gerade diese Trainer diejenigen sind, die Basisarbeit leisten für den Spitzennachwuchs Fußball später. Die Tribüne des SV Scharnstein ist bei den Outdoor-Übungen mit den LASK-Nachwuchstalenten einmal nicht mit Fußballfans alleine, sondern mit Fußballtrainern bestens gefüllt. Aber auch Ehrenamtliche des Orga-Teams lauschen den Anweisungen des Referenten und staunen über die schon beachtlichen technischen Fähigkeiten der jungen Kicker. Nach dieser Praxiseinheit geht's für Organisatoren und Teilnehmer zum Mittagessen ins urige und auch sehr nette Gasthaus Schatzelmühle am nahegelegenen Campingplatz. Nach der Stärkung stehen dann noch diese Fußballexperten am Rednerpult und auch am Sportplatz des SV Scharnstein Rede und Antwort. Ja, ich werde versuchen, das Dormannspiel Ihnen mitzuteilen, das moderne Dormannspiel, was trainiert man heutzutage, was man früher gemacht, einfach den Stellenwert des Torhüters heben. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man wieder mehr den Stellenwert hebt, dass wieder mehr junge Kicker ins Tor gingen und ich glaube, dass das schon extrem wichtig ist, die Teilnehmer auch einfach das Dormannspiel ein bisschen näher bringen. Wir präsentieren grundsätzlich einmal den USV St. Ulrich. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit kriegen, dass der Böffler auf den Amateurbereich nicht vergisst und möchten ein bisschen von der Nachwuchsarbeit über den Erwachsenenbereich wieder Verein tickt, wie wir aufgestellt sind. Und dadurch auch das Thema ein sehr aufstrebender Verein. Das möchten wir eigentlich da zum Besten geben und präsentieren. Was sind die Highlights bei diesem Vortrag dann? Ja, grundsätzlich ist es sehr überspannend. Wir sind ja jetzt seit dem fünften Jahr in der Landesliga mit sehr bescheidenen Mitteln. Wir haben also Top-Nachwuchsarbeit, auf die möchte man natürlich eingehen. Und mittlerweile ist es so, dass die Infrastruktur immer wächst. Wir haben jetzt ein neues Tracking-System, ein Videosystem, wir kriegen jetzt ein Flutlichtsystem. Also wir sind auf drei Säulen wachsen, das heißt der Erwachsenenbereich, Nachwuchsbereich und die Infrastruktur. Das möchte man da ein bisschen zum Besten geben, weil wir glauben, als Landesligist, dass das eigentlich für viele
Vereine machbar wäre und wir halt im Prinzip ein bisschen einen Einblick geben wollen, wie wir das machen. Und ich glaube, dass da halt für den einen oder anderen Amateurverein, der halt da ist, sicherlich das eine oder andere zum Umsetzen ist. Das Thema heute von mir ist Individualtraining und Talentekadertraining im Amateurbereich. Also ein Thema, das nicht so oft gehört wird, sage ich mal. Ich habe eine Individualfußballschule, wo ich auch mittlerweile das Glück habe, dass ich mit Profis zusammenarbeite, wie zum Beispiel der Thomas Meyer von Hull City, jetzt ist er in Amstetten. Und darum ist mir das ganz wichtig, dass dieses Thema einmal diesem Publikum da vorgestellt wird und dass die sich mal Gedanken machen über das Individualtraining, was immer mehr ins Gespräch kommt eigentlich. Die Böffeltagung in Scharnstein hat einmal mehr gezeigt, dass es sich auf jeden Fall auszahlt, Mitglied beim Bund österreichischer Fußballlehrer zu sein. Wer es noch nicht ist, der sollte dies unbedingt, am besten gleich jetzt unter boeffel.at nachholen. Die Schlussworte überlassen wir dem Trainer des USV St. Ulrich, denn der Vortragende und auch Teilnehmer an diesem 9. Böffel-Lehrgang im Sportland Oberösterreich trifft mit seinen Worten aber ganz genau ins Schwarze. Grundsätzlich, glaube ich, haben alle wieder geächtzt, dass es eine Fortbildung gibt, dass man sich wieder ein bisschen austauschen kann, dass man sie trifft, weil die Kontakte total eingeschränkt waren. Das ist sicherlich sehr positiv. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die Verlängerung der Trainerlizenz. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von ein paar Komponenten. Aber es ist also die Zentrale, das Headquarter von Wolf ist sensationell für die Veranstaltung. Also großes Kompliment an den Böffel, der das ermöglicht hat und jederzeit. Und wir freuen uns, dass wir da sind. Und dadurch sind wir ja mit einer größeren Gruppe aus Ulrich da oder unser Partnerverein Gasten, wo wir im Nachwuchs zusammenarbeiten. Das wird genützt und ist eine tolle Veranstaltung.